Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und ich habe auf Reddit einen interessanten Post gefunden, wo man etwas LOL mit Dota vergleicht. Und zwar geht es darum, ne, der Titel with League being the biggest game in the world and new players joining into it daily, wouldn't it be a great idea to get a similar coaching system like Dota 2 has? Also quasi, ne, League ist ja das größtes Spiel in der Welt und es kommen immer wieder täglich neue Spieler, ob es nicht geil wäre, ein Coaching-System zu haben, wie in Dota 2. Natürlich, ich coache ja auch selber, von daher ist das für mich auch ein recht interessantes Thema. Und deswegen gehen wir einmal kurz den Post durch. Ne? League has a lot of players and ja, League hat halt viele Spieler. And a lot of players, around 70% of the playbase, are currently Bronze and Silver. Also sind 70% der Spieler in Bronze und in Silver. Of course, they are a shit ton. Okay. Nein, er meint noch hier am Ende, sorry for bad English. Of course, there are a shit ton of casual players in there who don't really care for the rank, but still, I would love the option to have a system like where you can get, let's say, 5 newbies to tell them the basics of the game. Ne? Also, es gibt zwar scheiße viele Spieler in der Elo, also Bronze und Silber, die einfach nur casual spielen, denen ihre Elo scheißegal ist, einfach nur für Fun zocken und so weiter und so fort. Aber es wäre doch geil, eine Option zu haben, beziehungsweise ein System zu haben, wo man 5 Newbies in einem Game bekommt und denen dann halt das Game beibringt. To be honest, the tutorial system in this game is really outdated and basically just exists to explain the controls and maybe introducing the different lanes. Also sagt er, dass das Tutorial-System scheiße ist in LoL, beziehungsweise nicht mehr up-to-date und es einfach nur noch die Steuerung erklärt. Vielleicht nochmal, dass auch nochmal die Lanes erklärt. Ne? Ich habe das Tutorial nie gespielt, wenn ich ehrlich sein soll, Leute. Aber es gibt also ein Meme von wegen Ash mit Thormail First und sowas. Ich glaube, das war auch im Tutorial mit drin. Von daher ist es schwer. Zudem muss ich auch sagen, es ist sehr schwer, ein Tutorial für League zu machen. Es gibt, glaube ich, kein Grundtutorial, was Riot einfach mal so machen kann. Oder an die Leute halbwegs LOL zocken können, ne? So. Not only from a gaming perspective, this adds a fresh option to the game. Also from a marketing standpoint, this feature can help new player to stick to League and doesn't get demotivated because the game has so much depth to come in such a high frequency that I can imagine that it scares a lot of players. Also meint er, ist es nicht nur für aus einer Zockersicht geil, so etwas einzuführen, sondern auch aus einer Marketing-Sicht, Leute, normal, bei sowas sage ich es immer wieder, Riot ist eine Firma, Riot möchte Geld haben, Riot möchte gute Nummern haben und so weiter und so fort, also gute Nummern im Sinne von tägliche Spieler und wie lange diese Spieler im Durchschnitt spielen und so weiter und so fort, ne? Und eben weil LOL so schwer ist, so komplex und sich auch immer wieder verändert. Leute, in 2 Wochen könnt ihr schon wieder, nee, warte mal, doch, in 2 Wochen, glaube ich, oder? In so anderthalb Wochen beginnt die neue Season. Könnte wieder ein Patch kommen, der alles über den Haufen wirft. Und alles, was wir wissen, ist nicht mehr gut. Ja. In case don't know what kind of system Dota 2 uses, bla bla bla. So, jetzt wird hier einmal kurz das System von Dota 2 erklärt, was ich sehr interessant fand. Ja. In Casual, Private Games and Bot Games, also ich denke mal, dass Casual Games Normal Games sind, there can be a 6-Player as a Coach. Ja, also in Normal Games, in privaten Games, ich denke mal Custom Games oder in Bot Games, kann es einen 6. Spieler geben, der ein Coach ist. They watch as a spectator, but can only see what their team can see. Also, ne, es ist ein Spectator, der einfach nur das sehen kann, was auch das eigene Team sieht. They can ping, chat, they can ping, chat and talk to the team, plus a lot of other cool things like watching from a player's perspective. Also, ne, die können halt pingen, die können chatten und noch reden. Ne? In Dota 2 gibt es ja einen Voice-Chat, denke ich mal. Und sie können halt noch andere coole Sachen machen, so wie halt sich die Sicht von einem Spieler ansehen. Ich glaube, in Dota 2, also habe ich zumindest gehört, ich weiß nicht, ich habe kein Dota gespielt, ne? Kann man sogar als Coach oder beziehungsweise auch als 6. Person etwas auf der Karte markieren oder halt malen oder sowas. Finde ich ganz cool. So, as far as I know, you couldn't queue up as a coach. But I haven't played Dota for like a year, so I could be wrong. Also es gibt halt extra keine Queue, um ein Coach zu sein, ne? Aber er hat Dota länger nicht mehr gespielt, von daher kann es sein, dass sich sowas mittlerweile geändert hat. Das Wichtige hier aber ist, Leute, wenn ich Coaching-Sessions mache
und ich gucke mir Leute in-game an, dann habe ich ein Problem. Weil ich kann mir entweder nur das Replay angucken oder die Person muss in der Lage sein zu streamen und darf dann halt auch, muss dann halt auch dementsprechend das Internet haben oder halt den PC, je nachdem halt. Es ist sehr schwer, direkt das 1:1 Coaching zu machen. Ne? Natürlich gibt es Optionen wie, ich weiß nicht mal, wie die eine Seite heißt, die ist eine Streaming-Plattform, da kannst du streamen mit 3 Sekunden Delay, glaube ich. Pi mal Daumen. Ja, oder du musst Teamviewer nehmen oder sowas. Sind da keine guten Optionen. Natürlich, ja, hilft es einem Coach sehr. Ich kann viel leichter sagen, mach dies, mach das. Und ich kann auch sagen, warum mach dies, mach das. Und ich kann auch sehr schnelle Entscheidungen treffen. Gerade im Jungle ist es so, ihr dürft da nicht viel Zeit verschwenden im Jungle. Da muss klipp und klar eine schnelle Antwort kommen. Beziehungsweise müssen klipp und klar Sachen schnell verändert werden. Oder stell dich vor, ihr disengage, ein Gegner oversteppt und danach sage ich als Coach re-engage, aber es ist schon 5 Sekunden her. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht halt sehr viel aus. Es macht halt sehr viel aus und das Wichtigste überhaupt, Leute, es würde mal wieder was Neues geben in League. Also würde ich zumindest finden. So extra eine Queue, wo du sagst, ich möchte jetzt hier als Coach mitmachen, um dich dafür anzumelden, musst du mindestens Tier 1 sein oder sowas. Also kann man machen, muss man nicht. Und du hilfst dann den Leuten. Ja, oder es gibt so ein LOL-Board, ne? Da machst du deinen Client auf, dann hast du dann da das Board für Leute, die ein Coaching haben wollen oder so, oder die Hilfe haben wollen, willst du dir dann einen aus und nimmst ihn dann mit. Klar, einige von euch werden sagen, aber Wifi, was ist, wenn da einer ist, der den sagt, pick Nunu und lauf die Mitte runter, weil das deinem Team hilft und so weiter und so fort. Ja Leute, sowas kann es immer geben. In der LOL-Community wird aus allem, Leute, legit aus allem, etwas gemacht, mit dem man trollen kann. Guckt euch das doch mal an. Emotes. Pings. Nicht Emotes, sondern die wenn man Tanzspam möchte. Ja. Mastery Level. Alles, was uns Riot gibt, wird genutzt, um zu BM zu trollen und so weiter und so fort. Natürlich wird kann man dieses Thema halt auch ein bisschen ausnutzen, wenn man halt so eine Suchanfrage-Dinges macht. Aber generell, für richtige Coaches wäre das sehr geil, um den Leuten einfach zu helfen. Ja, natürlich kann man das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten und so weiter und so fort. Gibt halt immer viele Kleinigkeiten. Aber generell mag ich so ein System. Es wäre cool, wenn Leute sowas bekommen würde. Gab auch mal hier unten, glaube ich, irgendwo etwas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne, die Leute spielen auch viele Bot-Games. Gibt es auch echt welche, die viele Bot-Games spielen. Lass mal kurz nachgucken. Das ist mir gerade erst eingefallen, lalalala. Und zwar meinte einer, da. I also have 3000 Bot Games. It's relaxing, most people in Bot Games are super chill, you get easy pentas every game. So, sometimes you get matched with newbies and you can teach them about the game. Das hier ist das Wichtige. Es gibt genug Leute, die diese Bot Games spielen. Meiner Meinung nach sind Leute, die Bot Games spielen, echt schlechte Spieler. Oder welche, die sich halt nicht gegen richtige Leute trauen und so weiter und so fort. Was ja auch okay ist, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber genau für diese Leute könnte das eine Möglichkeit sein, um einen besseren Einstieg in LOL reinzufinden, indem sie eine helfende Hand dabei haben. Ja, ich persönlich find's cool. Ich würde es nice finden, wenn sowas geben würde. Wie findet ihr das, Leute? Seid ihr der Meinung, so ein Coaching-System würde sich lohnen? Seid ihr der Meinung, es ist scheiße? Ja, wobei man sagen muss, Casual Games, also Normal Games, vielleicht dann doch ein Coach, könnte vielleicht etwas gut sein. Weiß ich nicht, vielleicht dafür extra so eine Queue mit Leuten, wo das okay ist. Oder wo nur Spieler mit Coaches gegen Spieler mit Coaches antreten können. Irgendwie sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich persönlich finde es sehr geil. Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.